Und es ist soweit, es gibt endlich was richtig Neues im Shop und ich würde sagen, wir gehen direkt mal drauf, denn heute gibt es ganz oben hier ein neues Paket. Also endlich mal was Neues im neuen Jahr und ich würde sagen, da fangen wir direkt mal mit an. Das Memento Mori Paket. Hier gibt es einmal den Grabherz Skin. Okay, hier gibt es direkt auch zwei verschiedene Stile, wie es ausschaut. Ich glaube, beim zweiten Stil wurde das dann halt einfach hier auch noch ein bisschen heller gemacht. Sieht nice aus. Hier der Rücken so tätowiert. Interessant gemacht. Wie sieht das beim ersten Stil aus? Okay. Interessant. Muss ich sagen, ist ein nicer Skin. So gesehen halt jetzt der erste richtige neue Skin im neuen Jahr. Und dann gibt es hier noch diese Schwingen. Die sehen auch wieder nice aus. Ich bin allgemein so ein Fan von sowas. Und dann gibt es hier noch eine Hacke dazu. Finde ich auch okay. Leuchtet sogar ein bisschen auf scheinbar. Und hat noch einen zweiten Stil. Okay, und dann gibt es hier noch eine Lackierung. Alles halt in diesem selben Look und ich muss sagen, gefällt mir. Also hier so ein neues Skin-Paket und das Zeug jetzt auch nochmal eins hinter dem zu holen. Also jetzt hier endlich neue Sachen am Start. Sehr, sehr nice. Darunter Federverteidiger mit Rückenaccessoire, passender Gleiter, Hacke und dann gibt es noch Hu zurück. Ich glaube, der ist sogar schon seltener. Der ist jetzt 363 Tage her mit dem Emote hier und dann gibt es noch passend seine Hacke. Die ist noch 2 Monate her. Und der Federverteidiger und die Sachen hier sind nur 2 Monate her. Ist halt auch nichts Besonderes. Das Lauchpaket ist auch nur einen Monat her, muss man, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Dann gibt es hier die täglichen Sachen. Der Heumich ist nochmal zurück. Ist auch knappe 2 Monate her. Schon ein sehr alter Skin. Dann gibt es hier noch die Gia zurück mit der integrierten Hacke. Auch 2 Monate her. Das ansteckende Mode ist ebenfalls 2 Monate her. Genauso wie Würfeltitelmusik 2 Monate her ist und dann gibt es nach 3 Monaten Schere, Stein, Papier, ist ja auch schon wirklich uralt. Hier kommt halt immer was anderes und das kann man halt gut mit Freunden spielen. Und dann gibt es noch konzentriert nach 2 Monaten. Und das war es im Grunde auch schon. Chlorikin noch geblieben und die ganzen Favoriten der Festtage. Und ich glaube, unten ist dann nichts mehr am Start gewesen. Nee. Ja, also hier oben ein dickes neues Skin-Paket, was auch wirklich nice aussieht. So gesehen halt das erste neue jetzt hier im neuen Jahr. Okay, und das war's auch schon.